we go. Einen schönen guten Tag, liebe Motorsportfreunde, willkommen auf meinem Kanal. Mal wieder mit einem nachkommentierten Rennen in einer Random Lobby. Wir sehen es, starten im Haas in Australien mit einem sehr, sehr schlechten Start, um ehrlich zu sein, was auch dieser Ausdruck am Anfang direkt mal deutlich macht. Sind direkt mal von Pole auf Platz 2 zurückgefallen. Und das ist auch der Anlass dieses Videos. Wir hören gleich mal Jeff, oder beziehungsweise meine Stimme. Wetterbericht. Noch 10 Minuten Regen. Wir denken, es wird dann trocken werden. 10 Minuten Trockenreifen lassen wir gerade am besten. Ja, unschwer zu erkennen. Es regnet in Australien. Ich habe mich direkt mal nach den Bedingungen im weiteren Verlauf der Session erkundigt, um eventuell vielleicht auch in Erwägung zu ziehen, Intermediates zu holen in der Boxengasse. Aber wir haben von Jeff gehört, die Trockenreifen sind die besten Reifen und müssen direkt mal aufpassen, um hier nicht einen Flügelteil zu verlieren. Unser Red Bull-Rivale Fahner, der sich die Führung geholt hat, leichtes Heck verloren und müssen jetzt auch nach hinten schauen. Der Ruin 7-9 macht gehörig Druck und müssen jetzt erstmal schauen, was geben die Bedingungen so her, wie können wir das Auto über die Strecke jagen. Am Limit, aber nicht über dem Limit, um nicht wieder das Auto aus der Wand holen zu müssen, sozusagen. Deswegen jetzt erstmal in der ersten Runde rantasten. Was ist möglich? Wo sind die Brennpunkte in den Familien? Kleiner Scherz. Grüße gehen raus an RTL. Aber wir lassen uns nicht abhängen. Sind direkt dahinter nach Runde 1. Und sehen zu, dass wir da wieder vorbeikommen am Fahner. War, kann ich vorweg sagen, ein schönes, faires Duell. Hat sehr viel Spaß gemacht zu fahren. Erlebt man sehr, sehr selten. Aber sollte man doch von einer Ranglistenlobby mit Fairness B-Level und Silber-Rank erwarten können. Hier guter Ausgang aus dieser Kurve, nicht ganz Vollgas, also tasten uns auch noch ein bisschen ran, was wir an dem grünen Balken erkennen können für Gas und der rote Balken unterhalb der Ganganzeige für Bremse. Dann haben wir natürlich den ERS-Modus, Überholmodus ist eingestellt, DRS, was nächste Runde aktiviert wird, fettes Gemisch. Also die Benzinmischung vom Motor. Toller Ausgang hatten wir hier aus der schnellen Schikane. Zeigen uns schon mal so ein bisschen den Rückspiegel, um den Gegner ein bisschen nervös zu machen. Aber reicht schon nicht, um ernsthaft anzugreifen. Schönes progressives Beschleunigen. Jetzt hier im zweiten Gang. Versuchen auch im Verlauf des Rennens mehrere Linien aus, um das Maximale herauszuholen. Um uns, ja, wie gesagt, schon ranzutasten. Ein Vorteil zu haben und auch jetzt DRS aktiviert, wie Jeff uns freundlicherweise mitgeteilt hat. Innerhalb von einer Sekunde darf man den Flügel flach stellen, um mit weniger Luftwiderstand einen Geschwindigkeitsvorteil zu erzielen und im besten Fall ein Überholmanöver zu starten. Auch hier Kurve 5. Curb vermeiden, vor allem bei wechselhaften Bedingungen mit etwas Regen, ist das Auto ganz schnell mal weg. Die Kurve konnte ich am Wochenende schon mehrmals kennenlernen und die Wand auch schon davon. Die Kurve kriegen wir immer ganz gut hin, gewinnen da auch immer etwas Zeit. Die nächste Kurve hier wird auch sehr wichtig sein. Da hat unser Gegner immer ein paar Probleme, aber das ist natürlich die falsche Stelle, um anzugreifen, um ein Manöver zu starten. In die Bremszone hier sehr, sehr kurz. Sechster Gang etwas untertourig, aber gewährt natürlich gute Stabilität bei diesen Bedingungen. DRS, die neu eingeführte DRS-Zone hier in dem Spiel. Die dritte DRS-Zone, um genau zu sein. Auch eine gute Möglichkeit, Anfahrsektor 3 in die Rechtskurve reinzufahren. Aber hier kann man dann, wenn es nicht reicht für ein Manöver, dann nur hinterherfahren. Ein guter Run aus der letzten Kurve wäre gut.
mit DRS vor allem und Überholmodus und fettem Gemisch. Wir sehen es, was das hier für einen Vorteil bringt auf der Start- und Zielgeraden. Aber die Gerade ist natürlich nicht die längste, wie in China oder Aserbaidschan. Machen den Switchback, das wäre der Move des Jahres, wenn das klappt. Außenrum aber werden gezwungen, auf den Curb zu fahren, ein bisschen auf den grünen Teppich. Wo natürlich nicht viel Grip ist, müssen ein bisschen vom Gas und riskieren lieber keinen Crash. Also auch gutes Verteidigen von Ferner. Macht sehr viel Spaß, beziehungsweise hat sehr viel Spaß gemacht. Kein unfaires Fahren, aber hartes Fahren. So muss das. Auch hier immer sehr vorsichtig am Gas, beim Rausbeschleunigen. Und hier, wir sehen es, kommen hier immer ein bisschen ran. Vor allem dann nach der nächsten Kurve. Wenn es dann wieder Vollgas geht bis zur schnellen Links-Rechts-Schikane im Mittelsektor. Vorletzte Runde hat begonnen, beziehungsweise ist im vollen Gange. Halbgas, los, nicht den Körper berühren und sich perfekt positionieren für die DRS-Aktivierung. Aber auch erneut hier keine Chance im dritten Sektor etwas auszurichten. Beste Chance wirklich dann Kurve 3. Hier Quersteher unseres Gegners. Wir müssen vom Gas gehen ausweichen, um diese Aktion nicht mit einem Frontflügelteil zu bezahlen. Üben uns in Geduld. Also in Australien ist auch viel Geduld gefragt. Aber jetzt hier mit einem tollen Run, DRS-Überholmodus. Die volle Batterie wird ausgeschöpft. Volle Energie, voller Energie vom Team freigegeben. Nochmal DRS hier. Sind daneben auf der Außenbahn vor Kurve 3. Sind auch schon vorne, wie wir oben links sehen können, auf Platz 1. Aber haben die Außenbahn für die nächste Kurve und sind gezwungen auf dem grünen Teppich und auf dem Körb zu fahren, wo natürlich sehr wenig Grip vorhanden ist. Und unser Gegner Ferner kann wieder vorbeifahren. Schade. Wäre ein schönes Überholmanöver gewesen, wenn wir es außenrum hätten halten können und dann für die Linkskurve innen gewesen wären. Und nach hinten die Lücke sehr groß mittlerweile schon. 5,1 Sekunden. Hier ein bisschen den Scheitelpunkt verpasst, aber nicht weiter schlimm. Der Run ist immer noch gut. Holen gut auf mit der restlichen Batterie. Müssen hier sogar ein bisschen vom Gas gehen, um nicht aufzufahren. Dann wieder hier auf den Ausgang konzentrieren, da wir hier DRS haben. Und das zahlt sich diesmal auch aus. In der letzten Runde können wir jetzt den Move machen. Sind innen daneben. Müssen natürlich für den Gegner außen Platz lassen. Die nächste Situation, ähnliche Kurve. Können es nicht ganz nutzen. Versuchen Sie nochmal die letzte Haarnadel. Er kommt beim Bremsen ein bisschen auf unsere Spur rüber. Deswegen leichte Kollision an der Stelle, aber nichts Dramatisches. Lassen Ferner fahren. Und können zu einem tollen Battle gratulieren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Glückwunsch an Ferner. Hier an der Stelle endet das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.